Hätte man schämen können, das Kamin. Cameo? 4 gegen 4? Spielen die 4 Ja, gegen das liegt 4? daran, dass Black Mamba nur zu viert ist und Roa später nur zu viert und die nicht warten wollen. Dann haben die ausgemacht, dass sie 4 gegen 4 spielen. Also sehr sportlich von Ach so, Roa. also beide zufällig oder wer hat Erst jetzt Black wen? Mamba, dann Roa. Also sagen wir, ja, komm, wir spielen von vornherein direkt 4 gegen 4. Sehr, sehr sportlich. Also von Alles Roa klar. definitiv ein feiner Zug. Hoffentlich nicht zum Nachteil aktuell. Gebe ich dir recht. Dann schieß mal Achso, los. ja, wir haben dann Roa. Ein erstes Team hat sich schon im Kopf sehr stark bewiesen. Hat einen kleinen Ausrutscher natürlich, aber dafür haben wir ja das Loser Bracket noch. Und Roa, so wie viele Teams mittlerweile auf Standoff, leicht verhalten in ihrem Angriff, lassen sich Zeit, sortieren sich. Roas Ziel an der Mauer, sieht aber den anderen Mitspieler nicht. Verzippelt. Wird wahrscheinlich gleich von Aimbot gepusht. Nein, stimmt durch die Nade von Luxus, sehr stark. Roa direkt auf der Abbombe schon drauf. Swisscott hat die Bombe. Wird von der Flash getötet. Extrem unglücklich. Marius, der letzte auf A. Blutrot muss sich mal zurückziehen. Aimbot und seine Kollegen umstellen das Gebiet leicht. Wobei einer noch Asterix ganz heimlich bei B ist. Und wird auch gleich von Luxus ausgeschaltet. Sehr starker Skill mit der Pistole. So, Marius gegen 3, gegen 2 nur noch. Die Bombe liegt bei A. Der Gegner weiß, wo er steht. Jetzt kommt er nicht raus. Jetzt muss er sich für einen Ausgang entscheiden. Und schafft leider nicht. Luxus klärt. Sehr, sehr starke Runde von Luxus. Kann man nicht anders sagen. Eddie, bitteschön. Ja, Digga. Also, natürlich eine sehr, sehr schöne Runde jetzt von Black Mamba. Haben das Ding jetzt geholt. Also, wie schon gesagt, es wird jetzt ein 4 gegen 4, da von Black Mamba einer nicht konnte. Roa hat sich netterweise darauf eingestellt, hat gesagt, komm, machen wir das Ding auch nur zu viert. So, Roa jetzt in der Verteidigung hier. Mal schauen, hoffentlich klappt das jetzt für die besser. Ich glaube, aktuell ist es aber auch Roas Map. Also, da müssten die jetzt mal wirklich ein Ding vorlegen. Weil, wie gesagt, auf seine eigene Map sollte man jetzt schon die Überhand gewinnen. So, machen Sie, Leroy macht es de sehr defensiv, genau wie Black Mamba. Also, die Black Mamba hockt da auch noch hinten drinne, alles. Da trauen die sich beide nicht vor, beziehungsweise gehört auch alles ein bisschen zur Taktik, ne? Weil, wie man weiß, wenn man da ein bisschen zu A reinrusht. Oh, jetzt hier Marius, doppelt Nade bei Black Mamba. Krasse Sache. Aimbot holt jetzt Stylo. 2 gegen 3 Situation. Noch alles drin. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Nade eben. Black Mamba jetzt in der Nachteilsituation. Muss die Bombe holen. Liegt natürlich da hinten, wo die anderen zwei noch von einer Nade gestorben ist. Ja, deswegen, gerade hier auf dieser Position, wo Nades andauernd hinfliegen, darf man absolut nicht zusammenstehen, Kenners. Also das geht nicht. So, Sniper hier gesehen. Oh! Aimbot sieht Swissgod, macht ihn klasse, ist aktuell jetzt eine 2 gegen 2 Situation. Was lassen Sie sich einfallen? Also, sieht so aus, als ob die jetzt von hinten rum auf B gehen wollen. Aimbot geht jetzt vor. MSMC und AN dabei, kann also fast nicht schief gehen. Aber jetzt machen Sie sich ein bisschen selber Druck. Also, die müssen jetzt wirklich das Ding platzieren. Da sieht er ihn. Im Viereck gesehen. Und macht ihn gleich der andere. Oh, und holt ihn. One-on-one-Situation. Marius sieht Luxus und macht ihn. Also, da hat Roa das Ding noch ganz knapp entschieden. Auch verdient, wie ich finde. Nach dieser Vorteilssituation 4 gegen 2 haben sie noch verdient die Runde geholt. Steht jetzt aktuell 1 gegen 1. Und mal schauen, wie das ganze Match ausgeht. Also, ich habe ja prophezeit, dass es sehr, sehr spannend gibt. Ich habe noch gar keinen Tipp abgegeben. Ich tippe, Black Mamba wird das Game hier machen. Jack, Mein dein Tipp, Tipp? es liegt bei Roa definitiv. Roa hat auch eine sehr, sehr starke CSL-Saison bis jetzt hinterlegt und ich denke, das machen sie. Ich denke, das Glück wird mit ihnen sein und schauen wir mal, wie sie jetzt angreifen. Swisscott alleine über die Tankstelle und die anderen Jungs von Roa noch beim Sniperhaus, auch wieder leicht defensiv. Back Alley sehr defensiv verteidigt und da kommt zum Kontakt sehr stark von Swisscott. Das war richtig stark. Noch einer oben hat ihn übersehen. Luxus holt gleich den Refill, wobei Luxus in der ersten Runde einen Ace rausgehauen hat, das darf man nicht vergessen. Marius schon auf A durch, holt auch gleich Adios. A-Bombe im Prinzip safe, es muss gelegt werden.
Und das macht auch Silo gleich. Er setzt sich hin, legt. Perfekt. Wird aber geholt. Hätte sich hinlegen müssen. Schöner Refrag aber von Marius. 2 gegen 1. Aimbot ist alleine. Ist aber unterwegs zu A. Mal schauen, ob er das Game jetzt doch noch ändern kann. Wird jetzt natürlich indirekt abgezielt. Da findet er die Lücke durchzulaufen. Und die nächste Lücke. Und holt auch gleich Marius hinterher. Jetzt wird spannend. 1 gegen 1. Schafft es, Asterix Aimbot noch zu holen. Asterix schon ganz woanders. Sehr stark und ganz knapp noch ein Headshot reingedrückt. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Und 2 zu 1 für Ruhr. Ja, Weltklasse auf jeden Fall, was hier gespielt wird. Rohr geht jetzt hier in Führung. Haben sie auch echt nötig auf ihrer Map, wie gesagt. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ihre Map ist, weil sie hosten und die Map zuerst gewählt worden ist. Die waren oben. Ganz mitbekommen habe ich es nicht, aber ich gehe davon aus, es ist natürlich auch ein wichtiges Ding jetzt da, auch Zeichen zu setzen, also einen Standpunkt zu setzen, um zu zeigen, hier, wir sind hier die Stärkeren auf unserer Map. Was wollt ihr eigentlich? Unser Revier, was los, Digga? Deswegen, also Aimbot geht jetzt langsam vor in der Verteidigung, schon ein bisschen offensiver. Sitzt da jetzt an der Posi. Wird geholt von Stylo. Schauen wir mal, was Roa so macht. Noch zu viert. In der Mitte jetzt geholt worden, der Marius. Auf A scheint es wirklich abzugehen gerade. Jetzt 2 gegen 2. Sind auf A durch. Entschuldigung, 3 gegen 1. Ne, 2 gegen 2. Hatte ich doch recht. Da hinten kommt es gleich zum Showdown. Swissgod holt Luxus. Und da holt Asterix den Danny und macht die Runde. Also, ganz klasse von Roa hier wieder gespielt. 2 gegen 2 war es. Sie holen die Runde raus. Steht aktuell jetzt 3-1 für Roa. Ja, Roa auch, muss man noch ein großes Lob aussprechen, dass sie sagen, ja, wir sind bereit, mit 4 Leuten gegen 4 zu spielen. Sie hätten natürlich den Vorteil ausnutzen können und sagen können, ja, nein, wir spielen mit 5, wir möchten diesen Cup gewinnen. Aber man kennt Roa. Roa ist ein sehr, sehr freundliches Team und geht auf solche Sachen gerne ein, im Wille der Community. Und Roa auch gleich mit einer neuen Idee, und zwar B zu pushen, wird aber gestoppt von Luxus, Blizzcott tot, oben liegt auch die Bombe, was der Gegner natürlich noch nicht weiß. Und Stilo ist unten im B-Haus, zielt ab, aber hat noch nicht die Bombe geholt. Ich glaube, es wird langsam Zeit, die Bombe zu holen. Sehr stark abgezielt von Stilo gegen Luxus. Jetzt geht er hoch, holt sich die Bombe. Sehr stark, 3 gegen 3. Black Mamba, einer A, einer B. Einer hinten am Spawn mehr. Ich denke mal, die Aufteilung ist recht gut, um einfach nur abzuchecken, wo jemand sein könnte. Oh, gut angezippert, leider nicht umgefallen. Auch interessante Kombination, die der Stilo hier spielt. Rotpunkt und Griff. Und wird von Aimbot geholt. Keine Chance von der B-Bombe. Aber Marius holt gleich Aimbot im Nachhinein. Und holt auch gleich den A-Spieler. A ist jetzt komplett offen. Danny, der letzte Mann gegen 2 von Roa. Er wird es nicht leicht haben. Die Jungs wünschen ihm bestimmt alles Gute für diese Runde. Roa hat sich die Bombe geholt und verschiebt. Also geht gar nicht auf A, was man vielleicht denkt. Wobei Danny auch mehr auf B unterwegs ist. Und wenn er jetzt durchgeht, dann holt er den Planter. Schafft er es. Er muss nur durchgehen. Nein, er verpasst es. Das ist natürlich ärgerlich. Er hätte den Planter holen können und das Spiel nochmal richtig umdrehen können. Aber es hat nicht funktioniert. Jetzt natürlich die Jungs von Roa defensiv. Einer im Döner. Der andere ist beim Heu bei A. Ah, das wird sehr schwer für Danny. Das wird extrem schwer. Danny schon unten, B-Haus durch. Sucht alles ab, findet noch keinen. Sieht jetzt den einen am Heu. Holt ihn, sehr stark von denen, 1 gegen 1. Marius geht hier raus, war es vielleicht der Fehler? Hit, Bombe tickt noch 16 Sekunden, 5. Oh mein Gott, die Zeit allein schon. Er hat noch 5 Sekunden Zeit, ihn zu holen. Er zieht durch und schafft es nicht. Schade. Da hat Marius richtig spannend gemacht. Ich glaube, das war nicht so beabsichtigt. Da hätte er mehr auf Zeit spielen müssen bei der Bombe. Was sagst du, Camillo? Ja, also schade von Danny, muss ich sagen. Er hat wirklich große Klasse gemacht. Hätte er den ein oder anderen Schuss noch getroffen, dann wäre das Ding geritzt gewesen. Also man kann da Danny irgendwie nicht so Vorwürfe machen. Black Mamba hier fast verspielt gehabt auf jeden Fall. Ja, was ich noch sagen wollte, Marius jetzt echt gut am Start eigentlich. Also der Typ geht hier echt wie Moses durch das Wasser. Da müssen wir auch echt nochmal gucken. Oh, saubere Nade von Aimbot hier. Stylo und Swissgod direkt weggeholt.
sind jetzt aktuell in der Vorteilssituation. Black Mamba. 4 gegen 2. Marius wird weggeholt. 4 gegen 1. Und da holt Danny zum Schluss das Ding mit einer Nade gegen Asterix. Also das war eine sehr schnelle Runde. Da hat Black Mamba noch mal gezeigt hier. So nicht mit uns, Jungs. Wie schon im Laufe des Cups erwähnt, sind Nades ein entscheidender Faktor in der CSL. In manchen anderen Ligen ist der Timer so hoch eingestellt, dass sie ihre Bedeutung fast verlieren. Nicht hier. Und ich finde das auch gut, denn Nades gehört zur Ausrüstung und sollten nicht nur, ich sag mal, ein Schmucktäschchen sein, sondern einfach nur eine effektive Waffe sozusagen gegen den Gegner. Hier ist Fiskot, probiert sich mit der Sniper. Wir wissen auch, dass bei Black Mamba oft einer snipert, aber Luxus hier mit der M8 nur. Und Roa wieder etwas langsamer. Sie möchten den nächsten Punkt definitiv holen, um einen kleinen Vorteil auf der nächsten Map zu haben. Wissen wir die nächste Map schon? Cameo? Nee, die nächste Map wissen wir leider noch nicht. Also, wie gesagt, ich kam in die Lobby, wir haben fast direkt gestartet. Hab jetzt auch nicht mit denen gesprochen, also ich hatte auch nicht umgesteckt, also hab noch mit keinem gesprochen. Es wird also spannend bleiben, ne? Also mal schauen, was die da als nächste Map vorbereitet haben. Und Roa jetzt natürlich schon durch auf A, sehr stark gemacht von Stilo. Müssten jetzt eigentlich langsam mal die Bombe legen. Marius deckt schon ab. Müssten nicht aufeinander treffen, wenn Marius noch einen Tick mal da rausguckt. Jetzt wird vom Stilo angesagt, Swisscott holt Luxus, Aimbot holt Asterix und Swisscott holt gleich Aimbot im Nachhinein. Und sehr stark von Marius, wollten Dropshot machen, aber dazu kam es nicht mal, denn der Gegner ist so schnell umgefallen. Da war keine Zeit zum Hinlegen. Hier nochmal im Replay, sehr stark gemacht. Und gleich nach unten. Sehr schön. Sehr schön. Ja, also mir ist aufgefallen, sehr, sehr wenig Teams legen da wirklich zieldirekt die Bombe. Also, ziemlich viele Teams warten da also wirklich immer sehr, sehr lange ab, bis die Bombe da platziert ist. Die wollen immer noch den einen oder anderen Kill kriegen, um wirklich in der Vorteilssituation sein. Ich glaube, das ist sowieso mein neues Lieblingswort, Vorteilssituation. Oh, da kommt die Nate. Und Aimbot holt Asterix. So, mal schauen, wie sie sich aufteilen. Also hier, jetzt Black Mamba wieder im Angriff. Wollen natürlich auf A, A wird natürlich hier verteidigt. Black Mamba zu viert noch, Roa zu dritt. Mal schauen, was sie draus machen. Noch alles offen. Wie wir wissen, die Nate kommen sehr gerne hier hin. Nates sind ein entscheidendes Ding, auf jeden Fall. Und gerade auf dieser Map. Schalten wir mal rüber zu Roa, was die da machen. Also bei A geht's auf jeden Fall gleich richtig ab, ne? Also die stehen hier. Jetzt die Rauch von Black Mamba. Bleibt spannend. Hinten wird gefragt. Schöner Frag von Aimbot. Aimbot holt Stilo, Luxus holt Swisscott und damit die Runde haben die sehr, sehr gut gemacht, die Black Mambas. Ne, hier mit der Rauch schön abgewartet, hinterlaufen. Wie gesagt, sind wieder nicht aufs Bombe platzieren gegangen, aber muss ja auch manchmal nicht sein, wie man gesehen hat. Hier war das jetzt Gold richtig. Nun ja, bis jetzt Roa 5-3 in Führung. Ich bin jetzt gespannt, welche Map an dieser Stelle Black Mamba nehmen wird. Wir haben ja schon gesehen, Black Mamba hat, glaube ich, schon zweimal Cargo genommen. Ob sie jetzt wieder Cargo nehmen, weiß ich nicht. Ich weiß aber, sollten sie das nehmen, kann das ein Fehler sein, denn Roa ist auf Cargo nicht zu verachten. Also hoffentlich hat hier Black Mamba den Gegner ordentlich studiert. Sonst geht der ganze Cup für sie nach hinten los und scheiden auch aus. Also wie gesagt, es gibt kein Loser Bracket mehr. Wir sind schon im Loser Bracket. Wer jetzt verliert, ist aus dem Turnier ausgeschieden. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt kommt. Hier, ob die Jungs von Roa weiterhosten. Gespannt wie ein Flitzebogen bin ich. Da reibt man sich schon die Hände. So, jetzt wird immer die Teams gechanged. Kein Hostwechsel, wie so aussieht. Finde ich auch in Ordnung. Die Leitung war auch absolut akzeptabel. Da kann man nichts dagegen sagen. Richtig schön. Und vielleicht mal, bevor wir starten, hier ein kurzes Hallo an die Zuschauer und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und nicht vergessen, heute Abend gibt es die Verlosung definitiv des Fanpakets. Also einfach dranbleiben, bisschen abwarten und vielleicht bist du schon der fröhliche Besitzer eines Scuffs, eines Hängershirts und der kleinen, großen Überraschung. Also einfach dranbleiben und zugucken. Und auf jeden Fall. Oh, Cargo! Es ist... Wanna jump up in my Lamborghini Cargo, Digga.
Sie haben Cargo genommen, wie zu erwarten. Ich denke mal, wenn Rohr auch gestern ein bisschen aufgepasst hat, haben sie gemerkt, okay, Black Mamba nimmt Cargo. Black Mamba hatte das Glück oder vielleicht auch das Pech, dass sie zweimal gestreamt wurden gestern und zweimal kam Cargo raus. Hoffen wir mal, dass jetzt Rohr, für Black Mamba hoffen wir mal, dass Rohr da nicht zu sehr studiert hat, aber auch Rohr von alleine ist ein sehr, sehr starkes Team auf Cargo. Und auch hier starke Leistung von Luxus und Aimbot. Adios noch nicht in seiner Form, die er hätte haben sollen. Und bei Roa macht eigentlich aktuell Marius das Spiel alleine. Ich bin da mal gespannt. So, das Spiel wird auch gestartet. Nee, doch nicht. Hier werden sie die kleinen Psycho-Spielchen getrieben, um den Gegner zu verunsichern. Also jetzt muss auf jeden Fall bei den Jungs von Black Mamba einer noch ein bisschen mehr Gas geben, um gegen diese One-Man-Army Marius zu gewinnen. Ich bin mal echt gespannt, ob sie das jetzt schaffen. Ich erwarte eine etwas langsamere Partie, weil auch Standoff war etwas verhaltener, langsamer, ruhiger. Ich denke mal, das wird sich auf Cargo auch wieder zeigen, dass sie es gediegen angehen. Dass sie einfach mal so vorgehen, ein bisschen abtasten, ein bisschen gucken, was so geht. Vielleicht da oder an einer anderen Stelle eine Lücke aufreißen können. Aber den ultimativen Rush, glaube ich, werden wir hier nicht erleben. Oder, Camillo? Das denke ich auch nicht. Also man hat es ja auf Standoff gesehen, ist beide Teams sind nicht so vom Rushen überzeugt. Vielleicht ändert es sich ja jetzt hier bei Cargo, man wird sehen. Aber ich denke, sie werden auch hier sehr, sehr besonnen vorgehen. Ne? Also hier nicht wirklich riskante Dinge, waghalsige Dinge riskieren. Aber wir lassen uns gerne überraschen. So, hier, Black Mamba jetzt Richtung A, wie man schon kennt von denen. So. Ah, der erste Frag von Stilo. Holt Aimbot. Luxus holt Stilo. Beziehungsweise Stylo Milo. Schöne Nade von Danny an Marius. Hier der Frag von Swissgod. Aktuell 2 gegen 2 Situation. Black Mamba hat die Bombe geplantet. Oh, da weiß er. Er vermutet ihn. Luxus schießt auf Swissgod. Swissgod wird aber dann noch geholt, weil er mit Jumpshot rausgesprungen kommt. Unglaublich. Also da hat er die Situation echt nochmal gerettet, der Luxus. One-on-one-Situation jetzt mit der Pistole hier. Asterix holt Dios und entscheidet die Runde für Roa. Also das war wirklich ein knappes Ding. Ich bin wirklich begeistert eben von, ne, das ist ja eine bekannte Ecke da in diesem Container, da kann man ruhig einfach mal raufballern, kann nicht schaden, wie man eben gesehen hat, leider das Ding dann nicht geholt, weil mit dem Jumpshot rausgeschossen wurde. Das ist natürlich auch ärgerlich für Adios, hatte schon so ein kleines Formtief auf Standoff, jetzt hätte er die Runde entscheiden müssen praktisch. Und schafft es nicht gegen Asterix, wobei Asterix hier stark gespielt hat. In den letzten Sekunden 2 Spieler aus dem Spiel geholt und auch die Bombe defused. Sowas wollen wir sehen, das ist COD. Absolute Action, das möchten wir. Und auch Roa etwas verhalten im Angriff. Mehr die M8-Typen, die hier warten. Natürlich auch Stilo mit einer MP. Rush jetzt vor, hat Aimbot geholt, der sich vorne reingesetzt hat. Sehr stark, ist auch schon auf A durch. Aber hier wird noch A stark verteidigt von Black Mamba. Oben Danny müsste Swissgod eigentlich Stilo sehen. Wo ist die Hilfe? Wo ist die Hilfe? Wo ist die Hilfe? Ah, da wird Danny von Marius geholt. Da hat einfach er gepennt. Das kann man nicht anders sagen. Und Luxus holt Stilo sehr stark. 2 gegen 3. Roa im Vorteil. Und Swissgod legt die Bombe. Oh mein Gott! Da rennt Luxus einfach raus. Dafür kann er nicht. Wo war da sein Team? Da hätte sein Team einfach decken müssen. Und auch Marius gleich mit dem Refrag in der Mitte gegen Adios. 2 gegen 1. Sehr stark von Marius. Wow, böser, böser One-Shot hier in den Kopf durch die Smoke. Also, das schauen wir uns mal hier genau an. Schön angehittet. Und da die eine Kugel, die trifft, auch gleich in den Kopf. Wunderschön. Sehr stark, Marius. Marius bringt seine Leistung zu Tisch. Und ja, Ellie. Ja, also was wir hier auch eben gesehen haben, ne? Also da, wenn die Bombe gelegt werden muss, da muss auch verteidigt werden, wie man eben gesehen hat. Da war der ganz klare Fehler. Das Team muss schützen, wenn die Bombe platziert wird. Ganz klares Ding, sonst kann er das nichts machen beim Planten. Mal schauen, was Black Mamba sich jetzt einfallen lässt, denn langsam sollten sie was tun. Nur noch ein Win, dann hat Roa das Unentschieden sozusagen schon mal sicher. So, Black Mamba, jetzt 4 zu 3. 4 Leute. Auf A nichts zu sehen.
Verstecken sich aber hinten. Rohr sehr defensiv hier. Da hinten, da ist er gesprungen. Da hat man ihn eben gesehen. Hat Adios ihn auch gesehen. Er hat gesniped. Jetzt weiß er auf jeden Fall, dass er einer ist. Wirft der Rauch. Macht sich's am Planten jetzt. Oh. Da hat er nicht mit dem Sniper gerechnet. Da wird er weg vom Sniper geholt, aber es wird gleich hinterher geplantet. Und die Nate holt Aimbot hier. Also das hat Roa sehr, sehr geschickt gemacht. Ich muss sagen, von Black Mamba jetzt nicht so geschickt gespielt. Das war leider ein bisschen... Da hätte man noch eine Nate hinten zum Sniper werfen können. Hätte man sagen können den Teammates, du, pass auf, da hinten ist ein Sniper und so weiter. Ne? Eine Rauch schützt ja bekanntlich nicht vor Schüssen, sondern nur davor, dass man nicht gesehen wird. Aber wenn man weiß, dass geplantet wird, kann man da natürlich, so wie Roa es getan hat, einfach mal hinballern und dann werden auch die Köpfe weggeschossen. Ja, und Roa, mein Favorit, jetzt in der ultimativen Position in der Matchrunde schon. Und das ist natürlich bitter für Black Mamba. Aber wenn Black Mamba sich jetzt zusammenreißt, könnte es Ruder noch rumreißen und weiter auf Express weiter auf Aftermath spielen. Bin mal gespannt. Black Mamba auch defensiv verteilt. Roa versucht aber mal über B mit der Bombe. Ich bin mal gespannt, ob das funktionieren wird. Und da wird Swissgott geholt von Aimbot. Sehr stark. Wichtiger Kill. Roa holt Aimbot der Refrag. Ich habe das Gefühl, dass bei Black Mamba diese Refrag-Spielweise noch nicht so ganz funktioniert. Und Asterix holt Luxus. Und wie gesagt, auch hier keine Konsequenz für Asterix. Und auch sehr starke Teams. Asterix schon mit 4 Kills in Folge. Roa schon mit, Stilo schon mit 3. Das steht schon für sich. Und Roa jetzt langsam Richtung A. Asterix sieht den Spieler. Ob das noch zum Verhängnis wird? Und da holt Danny den Planter Stilo. Genau das meinte ich. Jetzt noch Asterix und Marius gegen Danny und Adios. Werden das die Jungs packen? Ich hoffe es für sie. Beide etwas verhalten, aber Roa muss die Bombe legen. Das heißt, einer wird definitiv nicht kämpfen können. Und da Danny holt Asterix schön von Orange oben. Marius der Letzte holt noch den Refrag unten gegen Adios. Jetzt Danny gegen Marius. Wenn Danny die Runde holt, bleiben sie noch im Cup. Das Spiel ist dann noch nicht vorbei. Und Marius weiß auch ganz genau, jetzt der Punkt, dann ist es vorbei. Dann sind sie eine Runde weiter. Die Zeit tickt, Marius muss die Bombe legen. Danny hat Marius schon gesehen. Oh nein! Oh, sichere Abschüsse, ganz, ganz wichtig. Aber da hat er sich schon verraten. Marius lässt sich aber nicht irritieren, holt sich die Bombe und legt auch gleich. Wird Danny auch verschieben? Danny läuft schon langsam Richtung der A-Bombe. Zu spät. Und jetzt schaut in die Mitte. Und Marius holt Danny. Herzlichen Glückwunsch, Roa. An dieser Stelle. Absolut gut gespielt hier, also von Marius. Das Ding hätte Danny holen müssen. Also, da sage ich ganz klar, er hat ihn gesehen. Er hat sich verraten. Also, da muss man auch wirklich auf sichere Abschüsse. Er weiß, er muss legen. Da hätte er sich ganz langsam vorpirschen können und ihn beim Legen holen können. Und hier auch mit der Pistole eben die Situation. Da hätte er ihn holen können. Aber leider, wie wir alle kennen, jeder hat manchmal sein Formtief. Und eventuell ist es hier bei Danny gelaufen. Hier Roa, ganz klasse, das 4-0. Das Match ist beendet. Roa ist auf jeden Fall eine Runde weiter. Hat eine Chance auf den Titel noch weiter. Black Mamba leider aus diesem Match ausgeschieden. Mein Tipp war an dieser Stelle falsch. Ich habe natürlich auf Black Mamba getippt. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht Nostradamus. Und hier noch kurz an der Stelle. Swissgott hat Geburtstag natürlich hier an dieser Stelle von uns. Alles Gute zum Geburtstag. Lass dich nicht durchhängen. Happy Birthday, wie man in der Schweiz sagt. Kuchi Häschle. So,